Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Sims 4. Heute mit Musik im Hintergrund. Ich freue mich, dass ich es diesmal dran gedacht habe. Es ist ja auch das neue Jahr bei mir jetzt zu null im Programmieren. Ich wurde befördert. Wollte nicht. Ich bin eingeschlafen. Wurde aber vorher befördert. Montag bis Freitag ganz normal zu arbeiten. Jo Leute, es ist bei mir ist jetzt das Jahr 2019. Deswegen versuche ich jetzt wieder, wie immer, mich dran zu halten, Musik am Anfang zu machen. Ob das natürlich klappt oder sowas. Olivia, hat sie noch Fähigkeit 1 und oh, der hat die Raus auch gar noch nicht begonnen. Wie war denn das? Ach nee, das war ja hier im Haus auch gar machen. Und da müssen wir mal gucken, die müssen bei der Schule gehen. Ja, sie macht jetzt ihre Hausaufgaben. Sehr nice. Und dann darf sie mal eine Runde schlafen gehen. Was soll sie machen? Monster unter dem Bett Alles klar, okay, ich hab gedacht, da kommt noch irgendwie raus. So, Tali ist zu Hause. Tali. Und das ist Olivia. Genau. Wir können eigentlich noch zwei Personen weiter rein. Dafür müsst ihr aber Tali umbringen. Habe ich jetzt gerade keine Lust, weil sie wird erstmal hier aufholen. Das ist erstmal was ganz Wichtiges. Dann jetzt bitte schön duschen. Das würde ja bitte helfen. Dabei. Und dann gucken. Oh, hier ist irgendwas. Alles anderen ansehen. Hat mal alles hier. Wie glitzert das so schön? Hat was Schönes. Das will ich jetzt auch haben. Nur was Schönes. Genau. Dann werden wir in nächster Zeit werde ich auch noch mal versuchen, mir was Real Life mäßiges aufzunehmen. Ob es in Richtung Kochen ist. Könnte man eigentlich machen. Könnte man. Weil ich ja wahrscheinlich eine Kamerafrau besitze oder bald habe oder schon habe. Achso, kann man auch bloß platzieren. Ich habe zwei Akustikgitarren. Dann kann man aber eine Inspirations. Oh, das bauen wir mal schnell um. Oh ja, 2 FPS. Ich liebe es. Die kommt hier und die verkaufen für 85. Da haben wir wieder mal ein bisschen Geld. Und dann gehen wir bitte wieder in die Familie rein. Genau. Ich muss mich auch mal beeilen. Ich bin jetzt mal ein junger Erwachsener. Aber ich möchte bitte auch mal ein Kind haben. Und meine Freundin, die ich jetzt im Moment besitze, ich muss mal sagen, noch mehr Leute in Sims zu erstellen, ich hasse es sowieso. Leute in Sims erstellen ist die Trauer in pur. Also ich mag das nicht. Ich find's auch nicht geil. Hunger und Energie. Ja, aber sie muss ja edel ausstehen hier. Oh, sie sollte ausstehen. Sie muss ja noch was essen, bevor sie zur Schule geht. Frühstück zu wie ein Rührei mit Speck. Auf uns erst um 5 ist, aber wann muss sie los? Um 8. Naja, bis sie da alles fertig hat. Machen wir mal lieber. Dann geht's nochmal duschen, dann geht's nochmal verwenden, dann. Ja, Probleme, beschwert Probleme? Oh, okay, sie hat Schmerzen. Durch Trainieren. Aber Olivia will ich gar nicht halten. Olivia ist auch so eine Person, mit der ich mich im echten Leben noch ein bisschen unterhalte und ein bisschen schreibe und rede. Lemons, wann musst du denn eigentlich zur Arbeit? Wann musst du denn eigentlich um 10? Na gut, da hast du noch ein bisschen Zeit, dich auszuruhen. Aber obwohl er eigentlich voll ist, danach sollte er ein bisschen Spaß haben. Wie kriegt man... Achso, Spaß. Muss ich hier wieder programmieren, nicht begonnen.
Spiel spielen Anfänger Turnier. Sims Forever. So, Olivia muss in einer Stunde weg sein, genau, in der Zeit macht's aber erstmal das Essen fertig. Dann ist hier noch was übrig, dann nehmen wir hier ein Gericht nehmen, eine Portion, oder? Portion nehmen. Was ist denn eigentlich besser? Zum Essen rufen. Der Kühlschrank ist auch ein bisschen voll, oder? Reste nehmen. Aha, aha, aha. Kann man hier noch was? Nee, komm nicht. Die beiden unterhalten sich jetzt. Backpfeife geben! Olivia ist zur Schule, okay. Hausaufgaben hat sie ja fertig gemacht. Eigentlich würde ich gerne sie jetzt langsam umbringen. Ja, eigentlich schon. Eigentlich würde ich sie schon gerne umbringen. Muss ich mir dann später noch für Olivia jemand suchen? Für Olivia jemand suchen und beziehungsweise erstellen und für mich jemand erstellen. Und das sind so welche Sachen, wie gesagt, die mache ich nicht gerne in Sims. Was mit dir? Hallo. Eine Portion nehmen. Mit Speck fortsetzen. Da geht's richtig unwohl. Säubern? Dann kann es eigentlich mal schlafen gehen. Irgendwann muss ich auch wieder zur Arbeit. Ich muss heute jetzt Nachtschicht, deswegen habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Oh. Ich muss eine Stunde zur Arbeit. Also ein Kokett. Irgendwie so an sich geht es mir auch gut. Nein! Es hat sich herausgestellt, dass... Oh fuck. Das war zu schnell. Oh, ich bin traurig, weil ich verloren habe oder was? Verringert die Arbeitsleistung? Nein, wir wollen fleißig arbeiten. Im Trübsal ablassen, dadurch wird sich das bestimmt ein bisschen ausgleichen. So, nee, wir wollen fleißig arbeiten, wir wollen fleißig arbeiten. Verbindungs. Alex ist ein Profi im Schreiben von Code, so fleißig arbeiten. Schon umfinden. Ja, um Hilfe gebeten. Leider ist hier niemand, der wirklich Ahnung von diesem Job hat. Muss. Oh, Fabio. Würde ich eigentlich leihen. Ja, man kann ja Kontakte mit denen dadurch knüpfen. Nur ich kann auch essen mühen. Okay, und sie. Weil wir beide hungrig sind. Sie können ja dann nur mal eine Runde schwimmen, wenn sie fertig ist. Sie muss ja spät abends weggehen. So, dann könnte man eigentlich wieder vorspielen. Warum das nicht automatisch gemacht wird? Wie passiert das nicht? Die schlafen auch irgendwie alle oder sind weg. Okay. Okay. Also Olivia jetzt okay. Hat sie denn irgendwelche Hausaufgaben drauf? Was ist das denn? Jeden Tag Hausaufgaben aufkriegen? Kann ich dich nicht älter machen? Doch, kann ich eigentlich. Kochen. Ich hab gemerkt, dass du ein Kind bist. Obwohl eigentlich... wir machen es mit Tali. Wir lassen Tali einfach erwachsen werden und lassen sie dadurch sterben. Müssen wir dann auch mal so richtig aufräumen noch.
Magnete rausnehmen. Inventar. Dann kann man nicht hier hingehen. Glaube ich. Öffnen. So. Oh, Tali muss eine Stunde auf Arbeit sein. Hm, wie geht das hier sonst so? Jo, dann stehen wir auf, Madame. Du verwendest mal bitte. Ja, ganz, ganz schnell hier. Du bist die Sims-Person echt wer. Manche sehen so richtig nice aus. So. Ich kann jetzt schwere Gewichte heben. Also Livia ist ja in Wirklichkeit auch so ein kleines Sportliche, soweit ich weiß. Ist jetzt eigentlich auch, ja, ich würde mal sagen so aus. Hey, ich hab, och, was ist denn das? Eine Sauerei hier. Das klingt ganz auf. Nee, halt, stopp. Was? Aufsatzübernahme. Ich habe ja gerade hier mitspielen. Okay, hat wohl ein bisschen geholfen. Mann, sie machen wir kurz die weiße Torte weiter. Eigentlich räum auf. Ich will auch keine weiße Torte. Das gefällt mir noch nicht. Leute, ich würde aber trotzdem mal sagen, wenn ich der ganze Part gefallen hat, einen Daumen rum, wenn ich einen Daumen runter, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.